Woman Power in Südafrika. Auch das war ein Thema auf der ITB in Berlin. Ein besonderes Lodge-Projekt wurde hierfür präsentiert. Von Frauen für Frauen heißt es hier. Wir sind ein Mutter-Tochter-Team und besitzen zwei Lodges im nördlichen KwaZulu-Natal. Eine davon ist eine private Villa und die andere eine 3-Sterne-Lodge. Wir ermutigen Frauen und stellen Frauen aus den lokalen Gemeinschaften ein und vermitteln ihnen wichtige Fertigkeiten im Rahmen unserer touristischen Projekte. Ich möchte Frauengruppen ansprechen und animieren, die nach Südafrika reisen wollen und ihnen Touren anbieten, die von weiblichen Reiseleitern geführt werden und in Lodges stattfinden, die Frauen gehören. Als Lodge-Besitzerin reise ich viel durch Südafrika und ich kann sagen, dass Südafrika ein absolut sicherer Ort ist. Auch eine bekannte Influencerin hat sich von der Woman Power in Südafrika überzeugt. Sie reiste einige Wochen allein durch verschiedene Regionen. Ich war gerade in Südafrika. Ich habe dort meinen Geburtstag alleine gefeiert. Es stand schon immer auf meiner Wunschliste, alleine dorthin zu reisen. Ich war in Kapstadt, Johannesburg und natürlich an meinem Lieblingsort, dem Krüger Nationalpark. Ich habe mich absolut sicher gefühlt und ich würde jeder Frau empfehlen, Südafrika kennenzulernen. Eine klare Botschaft an alle alleinreisenden Frauen. Südafrika ist ein wundervolles Land und bietet auch für alleinreisende Frauen viele Möglichkeiten.